Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Wir sind bei Folge 89 und killen mal weiter unsere Dinosaurier. So, ich habe mir auch schon einen Plan überlegt, wie es weitergeht. Und zwar killen wir hier die Saurier, holen uns die vier Türme. Wow, ach, die vier auch wieder. Holen uns die vier Türme. Dann könnten wir gucken, wie es aussieht im Silithus. Das dann also klappt, wie ich mir das vorstelle, könnten wir uns dann auch schon auf den Weg machen in die Schabwelt. Hatte ich ja letztens erzählt, in der letzten Folge. Weil die Schabenwelt, also, ihr werdet sehen, das ist der Hammer. Brauchen wir nicht. Alter. Ah ja, die überall mit rum, okay. Und ich denke mal, was auch sehr gut sein wird, dass wir es schaffen, wenn wir dann in der Schabenwelt sein werden, ein paar Schabenwelt-Indies zu machen, zumindest die am Anfang sind, weil die waren sehr, sehr oft gelaufen. Das wäre nämlich wirklich cool. Und ich hatte mir überlegt, ein paar von euch haben bestimmt schon gesehen, ich hatte jetzt vor kurzem den Trailer zum Warcraft-Film hochgeladen. Ich habe überlegt, wenn ich wieder so ein paar interessante Sachen sehe, werde ich das auch wieder hochladen. In dem Warcraft-Film selber war ich auch. Eine Woche nach Start quasi. Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Ja. Und der ist jetzt auch für Leute, die nicht so viel mit WoW zu tun hat, kann man den auch nur empfehlen. Viel mehr werde ich auch nicht zum Film sagen, weil ich will ja nicht spoilern. Also wie gesagt, guckt ihn euch an. Er ist wirklich sehr gut gemacht. Und ich hoffe, irgendwann, nicht in 10 Jahren, kommt der zweite Teil raus. Und ich habe so eine Art Zusammenfassung hochgeladen von Computerbild, glaube ich, nee, nicht Computer, GameStar. GameStar war es. Was bisher passiert ist bei WoW. Auch sehr interessant. Findet ihr auch alles auf meinem Kanal. Ich hatte auch überlegt, die Trailer von WoW hochzuladen mal. Ich weiß noch nicht, ob ich mache. Mal gucken. Weil das Giga-Special-Gedöns habe ich auch hochgeladen. Weil Giga war also die Zeit von PC, nachher noch ein bisschen Bottle K und dann war Giga ja leider weg. Also WoW Giga. Das fand ich sehr traurig. Aber naja, gut. Und wie weit der Film sich bis jetzt geschlagen hat von Warcraft, weiß ich nicht. Aber ein Kinokassenschlager ist, keine Ahnung. Natürlich nimmt er den falschen. Typisch Jäger-Things. Das sind so typisch Jäger-Sachen. Wahrscheinlich pulle ich jetzt auch ein oder so. Nee. Schwein gehabt.
Oh Mann, oh Mann, ey. Aber genau so passiert es meistens. Kann man wieder sagen, der Jäger war's. Sind sie auch, weil ich auch in der Gruppe, hatte ich erzählt, mit meinem Freund, der auch hier spielt, momentan nicht kann, waren auch in einer Instanz, war auch ein Jäger dabei, der hatte auch irgendwas aus Versehen gepult, da sagte ich auch zu ihm, da siehst du, der Jäger war es. Damals ist immer als Jäger gewesen. Mittlerweile ist es der Todesritter war es, mit dem Todesgriff. Oder ja, der Jäger ist es ab und zu noch. Oder der Magier blinzelt sich irgendwo rein, obwohl das hat er damals auch schon getan. Aber oft lag es daran, dass die Pets vom Hunter ein bisschen verbuggt waren. Weil die spurteten dann schon mal gerne los. Haben gedacht, boah. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Pullen. Der Tank weiß nicht, wie das geht. Zack. War die Gruppe tot. Und es gab so viele Jäger damals zu Burning Crusade. Wahrscheinlich wird sich das jetzt wieder ändern mit Legion, dass dann alles Dämonenjäger sind. Wie gesagt, das war damals so. Furchtbarer Typ. Der hat mir auch oft gefehlt. Und das ist der andere. Der läuft auf jeden Fall. König Mosch. Ich wollte gerade auch, oder ab und zu versuche ich dann zu gucken, wer online ist im Battle.net, aber hier gab es noch kein Battle.net. Das Battle.net ist erst so Mitte, Ende, ich glaube so Mitte ungefähr war es, wie TLK gekommen. Da musste man sich, oder konnte man sich am Anfang freiwillig erst registrieren mit der E-Mail-Adresse. Mittlerweile muss man ja mit der E-Mail-Adresse sich registrieren. Also mit der E-Mail-Adresse eingeben. Damals brauchte man nur seinen Accountnamen eingeben und sein Passwort und jetzt E-Mail-Adresse und Passwort. Und auf den Privatservern habe ich es so erlebt, dass man immer nur Accountnamen eingeben muss. Das ist, aber ich habe, na gut, so lange habe ich auf einem Privatserver auf einem neueren. Also eine neuere Version. Dann nicht gespielt, dass ich irgendwie Freundschaften geknüpft habe. Um zu sehen, ob das mit dem Battle.net funktioniert. Das weiß ich nicht. Aber für viele, habe ich mal so mitbekommen am Rand, sind die Freundschaften, die man so knüpft beim Spielen. Ich finde, das sind Freundschaften. Find's nicht. Weil man kennt sich ja nicht persönlich. Aber ich finde, viel persönlicher kann man sich fast gar nicht kennenlernen. Man spricht ja fast, je nachdem wie oft man spielt, fast täglich miteinander. Man macht Dinge zusammen, hört sich zwar jetzt erstmal doof an, aber es ist ja wirklich so. Man unternimmt ja was zusammen. Und man quatscht. Denke ich mal schon, weil man hat ja meistens dann auch TS. Beziehungsweise anfänglich schreiben. Aber das DS, denke ich mal, kommt recht fix. Weil ewig schreiben ist auch öde. Und ich habe ein paar erlebt, die haben teilweise dann nur noch WoW gespielt wegen den Leuten, die sie da konnten. Und das Spiel war halt so nebenher. Ein bisschen gequestet. Ein paar Indies ist man gegangen. Überhaupt, oder man gammelte irgendwo in Schattrad rum
Oder in Dalaran. Kannte ich auch ein paar. Die waren zwar immer online, aber die haben manchmal sogar fast nichts gemacht. Die standen dann rum. Manche haben Dailies gemacht. Wie Angel-Daily oder so. Aber ich sag mal, was wirklich Produktives im Spiel haben sie nicht gemacht. Weil die hatten halt, dann waren die nur online wegen den Leuten, den anderen. Und manche haben dann aufgehört zu spielen, aber sind dann immer noch und immer noch im TS. Fing dann irgendwann wieder an, weil sie nur im TS hängen, fanden sie doof. Wie gesagt, eigentlich mit so ja, Blödsinn will ich nicht sagen, aber so Nichtigkeiten Sachen. Wie halt die Angelquests. Oder nur angeln in Sturmwind. Oder haben dann mal Horde gespielt. Weil ich habe, oder ja, ich habe meistens Allianz gespielt. Oh Mann, ey. Die kriegen sie wieder aufs Maul. So, noch einen von den Flattermännern, dann haben wir es auch. Rasender. Blöder Schluck auf. Man geht wieder. Machen wir das so. Das haben wir dann auch jetzt fertig. Vielleicht kriegen wir dann auch den Weg nach da angezeigt. Mal sehen. Nein, wir sollen eher die Quest abgeben. Wir machen das aber so. Wir holen uns das. Müssen aufpassen, die laufen glaube ich auch irgendwo Elite rum. Ich habe eh mal kurz welche gesehen. Weiß nicht, ob er darauf geachtet hat. Ja. Das sind fiese Möppis. Da hinten müssen wir hin. Oh Mann, oh Mann. Da muss es eigentlich funktionieren, damit sie durchhalten. Ich weiß gar nicht, wofür die sind. Ob es da auch irgendwann zu eine Quest oder so gibt? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe noch nie eine wirklich gefunden, die dazu passt. Oder die sind einfach nur da, um einen zu mobben. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Oder die gehören zu einer ewig langen Guffel-Quest-Reihe. So ähnlich wie dieser Flickwerk-Verschnitt im Dämmerwald, der auch einen immer gerne umbrezelt. Ah, ich weiß, was das ist. Das sind die komischen Bienen. Oh Mann, ich will da nicht durchreiten. Ich pulle. Puh. Immer wieder aufregend. Schlagen wir uns ganz gut. Aber den. Oh Gott, ich glaube, den müssen wir killen.
Testosteron ist eigentlich doof. Müssen wir dann in die Mitte. Und ein Goblin ist es, glaube ich. Glückwunsch, mein Großer. Ein Goblin ist es, glaube ich, den müssen wir zum Lager führen. Und wenn der einschläft, müssen wir den nass spritzen zum Wachwerden. Latschen, ne? Unglaublich, unglaublich. Hätten wir einen Flugmond, wäre das alles viel einfacher. Würde ich sagen, oder machen wir es einfacher. Und die Ringo Quest löschen wir. Ja, ich bin verloren. Verloren, genau. Sucht Ringo an der Feuersäule. Das ist doof. Schwupp. Tada. Ich werde mal hier hinreiten, gucken, was da ist. Ich meine, aber das ist, hat was mit diesen doofen Fliegen zu tun, oder Wespen. Insektengedöns. Ich meine, das ist das. Also, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ah, sieht schon insektlich aus hier. Jetzt sind sie wieder, oder? Jo. Wespe, komm mal, alle. Ach, guck mal. Ja, Glück haben. Das ist direkt der erste. Ja gut, das kann man mitnehmen. Nur in den Baureihen ist immer ätzend. Frühstücks-Dungeon, das ist auch geil. Okay. Muss das sein? Und das ist fremdartige Ökologie. Eine fremdartige Ökologie löschen wir auch. Das ist, wie gesagt, die ist nicht schön. Weil da rein dann... Nee. So oft sterben möchte ich nicht. Ich meine, man kann die auch ledern. Mittlerweile. Aber muss nicht sein. Ich meine schon, aber... Gut. So, jetzt können wir da gleich eine Quest abgeben. Freut man sich immer. Oh, aber zwei Hand. Wollen wir Deutsch jemanden haben, der hat 20 AP. Aber gegen Wildtiere, ach, kann man schon vergessen. Aber viel Gold gibt er immerhin. Ich weiß allerdings nicht, wie das gedacht ist. Vielleicht sollte man erst hier die Gorillas und so machen und dann die Dinos, aber ich finde, das bringt auch nichts. Hat man auch nichts gewonnen. Friede sei mit euch. Wir sehen uns. Sehr schön. So, das war doch der passende Auftakt. Sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Let's Play WoW. Folge 90, glaube ich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da und auf Wiedersehen.